60 Minuten Spiel und Spaß mit unseren heutigen Kandidaten. Alexa Maria Surhold und Henrike Fitz. Sowie Judith Hildebrandt und Ingo Nomsen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Kai Pflaume. Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Danke für den tollen Empfang unser Publikum im Studio. Sehr freundlich. Samstagabend ist Dalli-Dalli-Zeit. Und Sie dürfen sich freuen auf Spiel und Spaß und das alles natürlich mit dem gebührenden Tempo, denn diese Sendung heißt Dalli Dalli. Und da wir für einen guten Zweck spielen, alles Erspielte geht an die Hans-Rosenthal-Stiftung, werden unsere Gäste natürlich sich so richtig viel Mühe geben. Ja, natürlich. Ja, mit großer Motivation sind wir dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir unser auch. Team Blaulicht aus in aller Freundschaft. Alexa Maria Surhold und Henrike Fitz. Ja, yeah, hallo. Und zu meiner Linken das Team Blitzlicht. Judith Hildebrandt und Ingo Nomsen. Und auch unser sympathisches Duo ist natürlich wieder mit dabei, denn ohne sie wäre Dalli Dalli gar nicht denkbar. Verena Püschel und Jan Hofer, guten Abend. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, eine Schnellraterunde bei Dalli Dalli dauert genau 30 Sekunden. Ich weiß nicht, Jan, gibt es noch andere Dinge in deinem Leben, die 30 Sekunden dauern? Bei mir schon, ja. Tja, ist halt auch nur ein Mann, ne? Ja. Ah, na wunderbar. Also, ja, dann haben wir das auch geklärt. Dann können wir jetzt spielen. Ihr seid hochmotiviert. Hoch, ja. Brennt. Total, ja. Total. Brennt total. Ja, absolut. Dann geht es gleich los mit der ersten Schnellraterunde. Ja, seid ihr bereit? Ja. Dann spielen wir. Dalli Dalli. Ja. Wir sind jetzt alle. Ja, genau. Wir waren alle. Bei Dalli Dalli geht es ja vor allem um Situationen, die so aus dem Leben gegriffen sind. Wir haben eine ganz alltägliche Situation für euch. Wir beginnen mit dem Team Blaulicht diese Runde. Ja? Okay. Ganz alltägliche Situation, die ihr euch bitte vorstellt. Und ihr sagt mir dann ganz spontan, was euch dazu einfällt. Das bitte abwechselnd. Ja? Alexa fängt an und dann geht es immer hin und her. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Okay. Und es geht um Folgendes. Euer Ex-Freund steht vor der Tür. Also ich weiß nicht, ob es einen gemeinsamen gibt, aber stellt euch sonst jeder, stellt sich vor. Nein. Ja, euer Ex-Freund steht vor der Tür. Ja. Wie wimmelt ihr ihn ab? Alexa beginnt. Dalli, Dalli. Oh, Schatzi, ich bin gerade beim Rasieren. Kannst du später wieder kommen? Du hast einen Mundgeruch. Hau ab. Oh, ich wusste schon immer, deine Haarfarbe steht dir nicht, deswegen Muck. Ich finde, du hast nicht mehr so viele Pickel. Ich brauche was zum Ausdrücken. Geh. Oh Gott, und deine Nasen- und Ohrhaare sind heute wieder so lang. Tschüss. Du siehst aus wie mein Bruder, das geht nicht. Oh, mein Vater hat schon gesagt, aus dir wird nie was. Du bist so fett geworden. Ich bin so fett geworden. Ich habe meine Tage. Meine Fußnägel sind nicht geschnitten. Du Arschloch, und du stinkst. Jetzt schon, aber Sie sind der Meinung, das war. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ja. Danke. Niveauvolle Unterhaltung wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sofort honoriert. Absolut, ja. Super, ja, endlich mal. Und im Zweifelsfall kann ich mir sogar vorstellen, warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Hören wir mal, was die Jury dazu sagt. Ich weiß, ihr habt Jan Hofer schon wieder aus seiner Schockstarre erwacht. Wir haben gerade wieder festgestellt, an der letzten Antwort, Dalli Dalli ist eine wirkliche Familiensendung. Ja, total. Und deswegen gibt es volle Punktzahl 12. Oh. Ja. Ah.
Applaus natürlich. Und die Spitze. Und wir hoffen, dass die beiden jetzt wirklich den richtigen gefunden haben. Ja. Also, 12 Punkte habt ihr erspielt. Spitze 13. Boah. Das haben wir notiert. Und jetzt schauen wir mal, was das Team Blitzlicht beizutragen hat. Für euch gibt es natürlich eine andere Situation. Ach, aber nicht minder schön. Uh-huh. Ihr trefft euren Pastor in der Sauna. Was sagt ihr zu ihm? Ingo beginnt, 30 Sekunden, Dalli, Dalli. Auch hier. Mensch, Sie sehen aber gut aus, Herr Pastor. Ich wollte schon immer hier heiraten. Können wir nicht morgen mal einen Kaffee trinken gehen? Wie geht's eigentlich Ihrer Frau? Wann können wir uns denn wieder treffen zur Pastorstunde? Ich habe noch ein günstiges Ticket nach Rom. Herr Pastor, ich habe eine Frage an Sie. Hätten Sie vielleicht morgen mal eine Stunde Zeit für mich so unter vier Augen? Können Sie mir mal Ihre Kutte leihen? Herr Pastor. Weiter. Rasieren Sie sich die Achseln? Was ist eigentlich mit Ihrer Mütze? Herr Pastor, Sie... Ah! Das ist gemein! Das war super! Bitte? Alles gut! Ah! Alles klar. Ja. Ist ganz heiß. Ja, das kommt in der Sauna vor. Man ist so ein bisschen unter Druck. Ja, ich war in der Sauna. Wir waren halt doch in der Sauna. Als sehr kurze Antwort wäre natürlich auch Amen möglich gewesen. Aber hätte, wenn und aber. Elf Begriffe der Arena, was sagen können. Ja. Machen wir da raus? Ja, es war, elf waren es. Eins war doppelt, nämlich das Pastorentreffen und das Stündchen, was wir miteinander... Ich habe kein Pastorentreffen gesagt. Na, ich natürlich wieder. Ja. Tut mir leid. Ja. Und können Sie mir mal Ihre Kutte leihen? Fand ich natürlich sensationell. Ja, die typische Saunakutte. Genau. Ja. Bei anderen Menschen heißt das Bademantel. Also, elf Punkte. Ja, also, elf Punkte. Ein müssen wir abziehen. Dann bleiben zehn. 10 Punkte bleiben über. Es ist ja nur zum Warmwerden erstmal. Das ist so die Einstiegsrunde. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Runde. Und ihr habt wiederum 30 Sekunden Zeit. Ihr seid am Flughafen und euer Koffer wird durchsucht. Was sollte besser nicht gefunden werden? Hendrikje beginnt. 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Mein Cannabis-Säckchen. Meine Handgranaten. Mein Koks. Meine Wasserstoffbomben. Mein Tampon. Meine Smith & Wesson. Mein Arschdildo. Der auch, aber auch meine ungewaschenen T-Shirts. Meine zerstückelte Großmutter. Mein Tick, immer zwei verschiedene Socken zu tragen. Meine Inkontinenzwindel. Windel. Meine Grießbreif-Tüte. Meine Ketchup, mein kaputtgegangene Ketchup. Wenn man bisher nicht wusste. Kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit dem Spitze, meine Damen. Ja? Es tun sich Abgründe auf. Moment, bitte, ich brauche erstmal einen Schluck Weihwasser. Ich muss auch mal einen Schluck trinken. Meinst du schon leer? Kann man das nochmal nachfragen? Ich muss mal kurz die Ohren spüren. Ja? Aber die beiden spielen natürlich auch eine Arztserie. Ja, danke. Das ist doch die Entschuldigung schlechthin. Ne? Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ob du dazugekommen bist, alles mitzuschreiben. Ich bin erschüttert. Dann frage ich mal Verena. Also Doppler hatten wir keine, nur einen etwas späten Ketchup. 13 waren es, 12 sind es jetzt. 12 bleiben es. Wir spielen die zweite Runde mit dem Team Blitzlicht. Und ihr habt euer erstes Date nach Hause eingeladen. Wie bereitet ihr euch vor? Was macht ihr fürs erste Date? Ja. Okay. Judith beginnt, 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Ich putze. Zwiebeln schneiden. Ich koche. Apfelsaft aufmachen. Ich mache schöne Kerzen an. Den 57er Wein rausholen. Ich decke den Tisch. Den 78er Wein rausholen. Ich hole mein Auto. Den 80er Wein rausholen. Ich den 2000er rausholen. Nach einem guten Schnaps suchen. Das Besteck auf den Tisch tun. Bettdecke waschen. Das Bett frisch beziehen. Tischdecke waschen. Die Stühle richtig hinstellen. Tisch abdecken. Das war eine saubere Leistung. Mein Auto. Ist gut, ich bin lange weggebleibt. Alles gut. Das Bett frisch beziehen. Alles. Das war gut. Aber wir waren anständig. Sehr anständig. Ja. Ihr wart sehr anständig, deswegen gibt es auch keinen Extrapunkt.
Ja. Hast du die Erfahrung gemacht, Ingo, dass Frauen sich dich schön trinken mussten, weil du so viel Alkohol auf dem Tisch hast? Umgekehrt. Okay, alles klar. Ja? Schauen wir mal, ob das bei unserer Jury gelungen ist. Also ich weiß nicht so genau, ob ich bei denen gerne eingeladen werde. Also, wir hatten viermal Wein, da müssen wir 3 Punkte abziehen. Anne, das hat aber immer... Also, Jan, bitte! Moment! Dass der 57er ganz anders schmeckt als der 80er. Und der 2000er. Aber der Wein ist der Wein und der ist gedrittelt in diesem Falle. Also viermal war er sogar dabei. Und die Tischdecke war doppelt. Also 4 Punkte Abzug macht immerhin 14. Entschuldigung. Hey. Ja, 14 Punkte. Schauen wir doch mal auf den Zwischenstand nach diesen beiden schnellen Spielrunden. Fürs Team Blaulicht sind es 25 Punkte und fürs Team Blitzlicht sind es 24 Punkte. Ja! Und jetzt kommt so richtig Leben hier ins Studio, meine Damen und Herren, denn jetzt spielen wir unser erstes Aktionsspiel und das heißt heute Santa Maria. Santa Maria. Ja, kommt ruhig mit. Alle vier? Alle vier. Alle vier. Ah, Wasser drin. Ja. Das Kneippspiel. Genau. Und wir müssen balancieren. Ah. Liebling, wir fluten das Studio. Captain Jack Sparrow, wo bist du? Ja. Gehen wir baden. Der Fluch in der Dalli-Dalli-Karibik. Oh. Wir haben Folgendes mit euch vor. Einer von beiden wird auf dieser Seite stehen und auf diesem Balken warten. Ne? Der andere geht hier ins Schiff und holt sich dann hier... Moment, ich guck mal ganz kurz. Ich bin... So, nimmt sich zum Beispiel... Es sind ganz viele lustige Sachen drin. Diesen Kaktus... Nein, und muss darüber laufen. Balanciert hier rüber. Ja, und die Schuhe. Ich die Schuhe. Aber gut. Das macht er mit Absicht. Zwei Wochen nur geübt. Sie sehen das nicht. Hier geht es 60 Meter in die Tiefe. Der andere kommt entgegen bis zur Mitte. Man übergibt das Teil in der Mitte, du läufst zurück und stellst es da drüben ab. Okay, und wir zählen am Ende, wie viele Teile aus dem Schiff hier drüben am Steg angekommen sind. Ich bringe dir meine Schuhe zurück. Genau. Ja? So. Hatte ich schon erwähnt. Dass wir uns die Augen zuhalten müssen. Du hast Dalli Dalli verstanden. Nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir eine sehr schlechte Wetterprognose haben, ja, und leider gerade ein Sturmtief aufzieht. Und insofern kann ich für nichts garantieren. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel sich entwickeln wird. Ja? Also, auf geht's. Wir spielen Santa Maria. Das ist die Mitte, ja? Da trefft ihr euch? Ja? Ihr seid bereit? Dann sage ich jetzt, ich bin ja jetzt auf geht's, Dalli, Dalli.